Ah, hier. Fabio De Masi schließt sich Sarah Wagenknechts Partei an. Bitter. Also Thilo Jung ist, wie ihr hier gerade gesehen habt, kein Freund dieser neuen Wagenknecht-Partei. Und wir schauen uns jetzt seine Frage zum BSW und den Unterschieden zur AfD an, was generell schon mal eine sehr seltsame Frage ist. Die AfD zieht ja relevante Teile ihres Programms aus dem kompletten Versagen der Ampelkoalition. Also wenn die Ampelkoalition sagt, nein, wir wollen kein günstiges Gas aus Russland, wir lassen lieber unsere energieintensive Industrie abstürzen. Dann sagt die AfD natürlich, ja, natürlich wollen wir billiges Gas, natürlich wollen wir nicht deindustrialisiert werden. Das ist ja einfach vernünftige Politik. Dass die Ampelkoalition unser Land so dermaßen ruiniert, dass sich einfach Teile jedes vernünftigen oppositionellen Programms von selber schreiben, das ist ja jetzt nicht die Schuld der AfD und auch nicht des BSW, sondern die Schuld dieser katastrophalen Regierung. Alleine deswegen ist so eine Frage, wie Thilo Jung sie gleich stellen wird, schon mal sehr komisch, aber ja, wir schauen sie uns jetzt trotzdem an. Noch dabei, aber trotzdem im Namen widerspiegeln. In den USA werden auch 80-Jährige nur US-Präsident. Also in dem Sinne. Aber zur Programmatik, ich habe jetzt mir aufgeschrieben, Heizungsgesetz ist Mist, Verbrennerverbot ist Mist, Waffen für die Ukraine sind Mist, Asylrecht ist Mist. Können Sie uns mal zur Abwechslung ein paar Standpunkte nennen? Ja, also Waffen für die Ukraine sind natürlich Mist. Das ist ja ein vernünftiger linker Standpunkt. Die das BSW von der AfD unterscheiden wird? Also ich glaube, den Begriff Mist habe ich hier noch gar nicht verwendet. Das ist jetzt Ihre Zusammenfassung. Ich denke, dass ich vorhin sehr deutlich gesagt habe, was wir zum Beispiel in der Migration. Ja, Carsten Stephan schreibt es im Chat. Was für ein dummes Framing. Also ich glaube, zu der Frage braucht man nicht mehr viel sagen. Diese Wagenknechtspartei hat einige Punkte mit der AfD gemeinsam. Ich hatte eben erklärt, warum das so ist. Die Regierung macht gerade so eine katastrophale Politik, dass es sehr einfach ist, eine vernünftige Politik dagegen zu setzen. Und ja, natürlich hat man dann einige Gemeinsamkeiten mit der AfD. Das versteht sich dann von selbst. Ihre Zusammenfassung. Ich denke, dass ich vorhin sehr deutlich gesagt habe, was wir zum Beispiel in der Migrationspolitik verändern wollen. Wir wollen die Zahlen reduzieren. Wir wollen aber auch, dass Perspektiven in den Heimatländern entstehen. Ich habe davon bei der AfD noch nichts gehört. Wir wollen, dass Kriege beendet werden, dass sie diplomatisch gelöst werden. Die AfD ist eine Partei, die generell sehr wohl für Rüstungsexporte ist, wenn sie der deutschen Industrie helfen. Also das ist ja eine ganz andere Positionierung. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt durchdeklinieren muss, wenn Sie sich die Wirtschafts- und Sozialpolitik angucken. Wir haben vorhin gesprochen über soziale Gerechtigkeit. Sie finden einfach im deutschen Parteienspektrum zu meinem großen Bedauern keine Partei mehr, die sich ernsthaft für diese Fragen, gute Löhne, ordentliche Renten, ein starker Sozialstaat einsetzt. Also ich meine auch die Rententhematik. Also ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit der AfD-Programmatik sind. Wir haben eine Situation in Deutschland, wo man nach über 40 Jahren Einzahlen eine Durchschnittsrente von 1.445 Euro bekommt. Und wir haben eine Oppositionspartei, die CDU, die will das Renteneintrittsalter erhöhen. Das heißt, sie will die Renten noch weiter kürzen. Und wir haben eine AfD, die auch in dem Bereich eher für privatwirtschaftliche Lösungen, kapitalgedeckte Rente und Ähnliches eintritt. Das ist sozusagen, wenn meine, die Hayek-Gesellschaft, der Frau Weidel angehört, ist jetzt nicht dafür bekannt, für einen starken Sozialstaat und starke Umlagesysteme zu werben. Also gerade dieses Thema ist natürlich eins, das auch ein Grund war, warum wir diese Partei gegründet haben, weil die Menschen ihre Brot- und Butterthemen, die Themen, die ihr ganz alltägliches Leben ausmachen, dass sie gut bezahlt werden, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind, dass sie aber auch nicht Angst haben müssen, im Alter arm zu sein, dass sie in Wohnungen leben, deren Mieten sie bezahlen können. Sagen Sie mir, welche von den anderen Parteien dafür stehen. Also die AfD bestimmt nicht, dass man Mieten reguliert und dass man hier auch da eingreift in den Markt. Also insoweit finde ich, wir können da in sehr vielen Punkten, wir werden in Kürze unser Europawahlprogramm vorlegen. Das wird ja auch ein viel detaillierteres Programm nochmal sein als das aktuelle Parteiprogramm. Wenn Sie das neben die Ja, Programme. aber da hat Wagenknecht natürlich völlig recht. Die CDU ist in jedem einzelnen Punkt eine Scheinopposition. Außenpolitisch will sie noch härteren Eskalationskurs gegenüber Russland. Sozialpolitisch ist sie noch neoliberaler als die Ampel. Also in der CDU, da wird ja schon über ein höheres Renteneintrittsalter diskutiert. Und ja, auch in allen anderen Bereichen ist die CDU keine Alternative zur aktuellen Regierung. Sie würde ganz im Gegenteil viele Dinge sogar noch schlimmer machen, auch wenn man sich das bei dieser Ampel kaum noch vorstellen kann. Und die AfD, die ist leider, vor allem die westdeutsche AfD, mit vielen Neoliberalen besetzt. Also Alice Weidel, Beatrix von Storch, das sind Mitglieder der Hayek-Gesellschaft. Das sind Libertäre oder relativ stark Neoliberale.
Also wir die auch immer einordnen wollen. Die wollen einen sehr, sehr kleinen Staat. Die wollen unser Sozialsystem verkleinern. Die wollen, dass der einfache Mann weniger in der Tasche hat. Das ist leider so. Also das ist nicht bei allen in der AfD so. Es gibt in der AfD auch einen sozialpatriotischen Flügel, der etwas staatsinterventionistischer ist und der ein bisschen vernünftigeren, realistischeren Blick auf unseren Sozialstaat hat. Aber dieser sozialpatriotische Flügel, der ist in der AfD nicht hegemonial. Das muss man auch sehen. In der AfD gehen eben trotz des Austritts von Jörg Meuthen und Bernd Lucke und Frauke Petri immer noch die Neoliberalen den Ton an. Wenn wir anderer Parteien legen, glaube ich, werden sich keine Fragen mehr stellen, wo die Unterschiede sind. Ich würde gerne, wenn ich darf, dazu noch einen Aspekt noch mal etwas weiter hervorheben, weil Sie es gesagt haben, Herr Jung. Also Asylrecht ist Mist, ist nicht unsere Position. Selbstverständlich, und das hat Sarah Wagenknecht ja auch ausgeführt, auch Herr Geiser hat das ausgeführt, wollen wir, dass die Menschen, die einen Grund haben, Asyl zu bekommen, dass die auch entsprechend ein Asylrecht bekommen. Was wir sagen ist, dass die aktuelle Ausgestaltung des Asylrechts und insgesamt die aktuelle Ausgestaltung die Migrationsregelungen ungeeignet dafür sind, das vernünftig zu reglementieren und auch denjenigen, die Anspruch auf Asyl haben, dieses Recht zukommen zu lassen. Wir erleben das ja, dass viele Menschen jahrelang in Verfahren festsitzen und in der Tat diejenigen, die einen Asylgrund haben, schaffen es oft gar nicht hierher. Das sind große Probleme, die es gibt, aber selbstverständlich ist unsere Position, dass Menschen, die politisch verfolgt werden, die einen Anspruch darauf haben, geschützt zu werden, dass diesen Schutz auch erhalten. Das ist mir auch persönlich wichtig, dass das nicht falsch verstanden wird. Ja, absolut. Also wenn ein Edward Snowden oder ein Julian Assange hier nach Deutschland kommen würden, natürlich hätten die ein Asylrecht. Also will doch keiner sagen, nee, euch schieben wir mal wieder in die USA ab. Asylrecht, so ein Recht, für das 200 Jahre, schon seit Jahrhunderten gekämpft wurde, ein wichtiges Menschenrecht, das auch in unserem Grundgesetz steht, das gilt jetzt mal einfach nicht. Also das können wir natürlich nicht sagen. Aber wenn ein Syrer, der durch zig sichere Herkunftsländer gekommen ist, hierher gekommen ist, ja, dann hat er nun mal kein Asylrecht. Also ein Syrer, der in Libanon geflüchtet ist, der ist im Libanon in Sicherheit. Da muss man dafür sorgen, dass er im Libanon vernünftig versorgt wird. Auf jeden Fall. Da muss man vor allem die Sanktionen gegen Syrien beenden. Auch das. Da muss man auch dafür sorgen, dass der Westen nicht irgendwelche islamistischen Terrorbanden in Syrien hochrüstet, um dort die legitime Regierung zu stürzen. Auch das. Auch das fordert das Bündnis Sarah Wagenknecht alles. Aber wenn jemand durch zigsichere Herkunftsländer hergekommen ist, dann ja, hat er in Deutschland nun mal kein Asylrecht. Und das gilt erst recht für Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen. Also die Wirtschaftsmigration will das BSW ja sowieso sehr strikt begrenzen, viel strikter als alle anderen Parteien. Ich meine, diese Lüge vom Fachkräftemangel und vom Arbeitskräftemangel, die uns die deutsche Industrie erzählt, die teilt das BSW ja auf jeden Fall nicht. So, aber das waren, glaube ich, die interessantesten Statements. Nochmal eine dumme Frage von Thilo Jung zum Abschluss. Ja, was soll man von dem auch erwarten? Der ist seit Corona wirklich komplett abgestürzt. Also erst recht in dieser Kriegsfrage jetzt in Bezug auf Ukraine-Krieg. Also ist seine Position so diametral dem entgegengesetzt, was er früher gefordert hat. Naja, was soll man sagen? Thilo Jung ist nun mal ein politischer Gegner des neuen Bündnis Sarah Wagenknecht. Er ist ein Gegner linker Politik, ein Gegner einer friedensfördernden Außenpolitik. Und da kann man sich solche Fragen da denken. Und das gilt für viele Mainstream-Journalisten. Also die Mainstream-Medien, die sind in ihrer Gesamtheit eher Gegner als neutraler Berichterstatter. Man sollte sich nicht dem Irrtum hingeben, dass Springer oder die Öffentlich-Rechtlichen oder sonst wer neutral über das BSW berichterstatten würde. Es kann jetzt bis zur Europawahl sein, dass da ein bisschen vorsichtiger vorgegangen wird. Aber erst recht, wenn das BSW ein gutes Ergebnis bei der Europawahl haben würde, dann dürften die Mainstream-Medien ihre Berichterstattung enorm verschärfen und gegen das BSW ähnlich schlimm hetzen, wie sie es gerade gegen die AfD tun. Also so nach dem Motto, rechts, Putin-Trolle, beziehungsweise ein Teil der Medien macht das ja jetzt schon. Ja, und keine Ahnung, was da noch kommt. Reichsbürger, Antisemiten, also dieser ganze Schwachsinn. Also ich kenne diese Diffamierungen, die ja gegen Teile der Friedensbewegung auch schon rausgehauen werden. Da wird man mit Kontaktschuld kommen, da wird man mit allen möglichen Methoden der Diffamierung und Diskreditierung kommen und darauf müssen wir vorbereitet sein. Diese Medien sind keine neutralen Berichterstatter, sie sind politische Gegner, die es zu bekämpfen geht.